Hallo und herzlich willkommen zurück zu Benishas. Ja, den Unterschlupf aufsuchen steht jetzt da oben, aber es hieß Den eigentlich, kann wir ich wohl sollen zur gut Schmiede leiden. gehen. Suchen wir deine Hütte, dann wissen wir, wie gut. Ich würde sagen, wie. Was ist das? Hexenstein. Spektralstaub. Ja. Ist alles offen hier. Hat ja sicher keiner was dagegen, wenn ich mal eben an die Truhe gehe, ne? Kurzen Check. Ist hier irgendwas Übernatürliches? Das wird sie schon sagen, oder? Nicht die schlechteste Hütte. Und müffelt auch nicht so wie Jacob Lynns Bude. Armer Kerl. Wo es ihn wohl hintreiben wird. Meine liebste Evelyn. Wie du weißt, müssen Alexander und ich nach Hause zurückkehren. Der Plan der New Smiths schien ein guter zu sein, aber jetzt ruft Gott unsere Herzen zurück nach New Eden. Die Pferde und die Weiden sind zwar nicht mehr, aber das Haus steht noch. Wir werden dort alles wieder aufbauen oder sterben. Aber in jedem Fall werden wir dort sein, wo wir hingehören. Zu Hause. Ich schreibe dir diese Zeilen, weil ich dir für deine Güte und deine stets aufmunternden Worte danken möchte. Vor allen Dingen dann, als ich dachte, meine kranke Lunge würde endgültig den Geist aufgeben. Danke von ganzem Herzen und möge Gott dich segnen. Deine teuerste Freundin, Elizabeth. Okay. Woraus ist ein Geist gemacht? Zunderpilz-Pyrit. Ah, das ist jetzt unser Lagerfeuer. Cool. So, jetzt haben wir es warm. Ich zumindest. Der war jetzt schon ein bisschen gemein, ne? Das ist dem klar. Ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das noch mit an die Folge rangehangen. Aber gut. Inventar. Schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwas haben, was wir noch verbessern können. Wir haben ein Armband erhalten. Wenn Antea erfolgreich ausweicht, verursacht der nächste Schlagangriff 30% mehr Schaden. Das können wir aufrüsten. Nahkampf-Spektralschaden. Also das, was ich gerade vorgelesen habe, ändert sich nicht. Aber der Rest ändert sich. Machen wir das mal einfach. So, da haben wir ansonsten nichts mehr. Ich weiß auch gar nicht. Techniken der Verbanner. Ein Buch über Verbannertechniken. Das kann man sich aber nur durchlesen, ne? Da kann man nichts draus lernen oder so. Na gut, dann nicht. Schauen wir noch mal bei der Entwicklung. Wir haben nämlich noch einen Punkt bekommen. Das haben wir gemacht. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, wird die Bannanzeige aufgefüllt. Wenn ein Gegner mit einem Schlagangriff besiegt wird, hinterlässt dies einen Wirkungsbereich, der Spektralschaden verursacht. Ach so, der hat dann. Ah, ja, das wäre auch nicht schlecht. Ich würde sogar eher sagen. Ach so, das können wir aber nicht machen. Ah, das sind andere Punkte. Ach nö. Warum sind das andere Punkte? Das sind auch alles andere Punkte. Ihr Schweine, ihr habt mir andere Punkte gegeben. Aufgeladene schwere Angriffe verursachen 20% mehr Schaden. Das wäre sinnvoll. Dann machen wir da erstmal einen Punkt rein. Ja, ich habe es gerade aktiviert. Kann man die im Nachhinein. Erstattung. Ach so, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die kann man auch erstatten lassen. Okay. Ja gut, Geld haben sie mir auch dagelassen, so wie es aussieht. Nee, Schlüssel zum Fallenstellerreservat. Das ist das, wo wir herkamen, oder?
Gut, dann wollen wir uns mal nützlich machen. Genau. Wenn der Albtraum hier sein Unwesen treibt, werden sie uns brauchen. Sag mir doch zuerst mal, wie ich zur Schmiede komme, weil das kann ich jetzt hier nicht sehen an den Punkten. Da steht nämlich nicht drauf, was es genau ist, ob es Schmiede ist oder was anderes. Steht das in der Übersichtskarte drin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Belohnung Essenz. Belohnung Essenz. Orientierungspunkt. Nö. Schmiede. Kate meinte, der Schmied könnte unsere Hilfe benötigen. Sehr gut. Fußabdrücke. Von jemandem mit Nagelschuhen. Spuren. Ich glaube, ich kann sie aufdecken. Machen wir erst hier fertig. Eigentlich nicht. Ich würde eigentlich lieber erstmal reingehen. Ehrenwerter Schmied, der Kranz meines Wagenrades ist noch immer beschädigt. Ich hatte angenommen, ihr würdet euch darum kümmern. Liegt ein Problem vor? Ich bitte euch, mein Herr, macht euch an die Arbeit. Je schneller, desto besser. Habt Dank. S. Paris. Was ist das? Salzwasser. Es pulsiert. Hier ist was. In welcher Schmiede gibt es bitte kein Werkzeug? Ach so, das sind diese Leder, also sowas wie hier rechts, ne, was man so aufrollen kann quasi, wo sonst immer Werkzeug drin ist. Die Nägel sehen nicht sehr stabil aus. Ich wollte gerade sagen, da liegt doch noch was. Hierton. Unsere Häuser fallen auseinander und wir brauchen die Nägel zum Bauen. Bitte liefert schnellstmöglich und nicht wieder diesen Mist vom letzten Mal. Ihr sollt angeblich ein ausgezeichneter Schmied sein. Thickskin. Okay, anscheinend haben die noch Gold daneben gelegt. Ja, ist ja gut. Enthüllen. Enthüllen kann ich das mit ihm? Meins, alles meins. Meins, alles meins. Meins, alles meins. Der Geist klingt übel. Der Geist scheint eine Obsession zu haben. Wahrscheinlich auf Silber oder so. Oder Metall. Der Meißel ist so stumpf wie ein Hammer. Metallverarbeitung ist nicht einfach, aber das Zeug hier ist auffallend schlecht gefertigt. Muss schwierig sein, ein Lager mit einem miesen Schmied am Laufen zu halten. Mal ganz ehrlich, das Ding sieht aus wie mein Korkenzieher. Das schraubt man auch so rein und hat oben extra den Griff dafür. Der ist übrigens leider mal irgendwann kaputt gegangen. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die Verfolgung von unserem Schmied auf. Die wollte doch irgendwas aufdecken hier. Hier sind Spuren. Ich kann sie dir zeigen. Machen wir erst hier fertig. Ja. Bitte, habe ich jetzt alles durch. Spuren. Ach, die anderen Spuren kann sie dann nicht machen, oder was? Hier sind Spuren. Ja, ist ja gut. Ich kann sie dir zeigen. Machen wir erst hier fertig. So. Der Sofin hat da rumgelaufen. Darum. Und danach sehe ich jetzt keine Spuren mehr. Oh, ich hasse das, wenn man gezwungen wird. Weil ich habe ja soweit alles angeguckt jetzt hier drin. Gehe ich von aus. Da komme ich auch nicht rein. Was ist mit der alten hier? Verdammt! Vergeht mir. Ich hätte mich nicht so erschrecken sollen. Was für ein fescher Mann. Und wer mögt ihr wohl sein? Red McGrath, werte Frau, der Verbanner. Mit wem habe ich das Vergnügen? Ah, der Schotte. Mir gefällt euer Akzent und eure Manieren ebenso. Ich bin Nelly. Nelly Heaton. Eine nette Londonerin. Die mag ich sofort. Die Schmiede ist wie leer gefegt. Kein Werkzeug. Wisst ihr wieso? Kein Werkzeug? Das ist merkwürdig. Warum sollte euer Ehemann sein Werkzeug mitnehmen? Das
gesamte Werkzeug? Ich weiß es nicht. Ich muss euch etwas sagen. In der Schmiede habe ich eine Pfütze mit Salzwasser vorgefunden. Wisst ihr, wie sie dorthin gelangt ist? Moment mal. Ihr seid in die Schmiede gegangen? Ohne meine Erlaubnis? Die Tür stand offen und auf dem Boden war eine Pfütze. Aus Salzwasser, wie sich herausstellte. Nun, das ist sehr unhöflich, aber ich lasse euch noch einmal vom Haken. Die Schmiede benötigt jede Menge Wasser. Das erklärt aber nicht das Salz. Mehr Wasser glaube ich nicht dran, nee. Ich habe Geisterspuren gefunden. Was sagt ihr dazu? Ein Geist? Mein Gott. Bin ich in Gefahr? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich kümmere mich drum, aber ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Also, was wird im Lager geredet? Schlechte Neuigkeiten verbreiten sich schneller als gute. Was wollt ihr wissen? Alles? Wie läuft das Leben hier? Wir tun unser Bestes, damit alles läuft. Die Bestie macht uns Sorgen, das ist wohl wahr. Aber wir haben Vertrauen in Thickskin. Es wird sicher alles gut. Was denkt ihr über Thickskin Newsmith? Sie ist nicht perfekt, aber was soll's. Aber sie ist selbstständig. Sie ist gerecht, körperlich und charakterlich stark. Sie sorgt für uns. Da bin ich mir ganz sicher, auch wenn sie es nicht zeigt. Warum sollte sie uns sonst vor der Bestie beschützen? Was könnt ihr mir über Kate Newsmith erzählen? Ich mag sie. Sie ist anders als ihre Schwester. Vernünftig. Wachsam. Wenn sie spricht, höre ich zu. Ja, mal schauen. Lasst uns Handel treiben, Mrs. Heaton. Gut, können wir machen. Also, sie hat Rohstoffe und uiuiui, sie hat... So, hiermit. Sie hat eine Marodeur-Rüstung. Je höher die Lebenspunkteanzeige, desto weniger Schaden erleidest du. Okay. Aber ansonsten hat sie, glaube ich, nichts Verbannertee. Nichts, wonach wir jetzt unbedingt geiern müssten oder so, ne? Ich komme gleich zur Sache, gnädige Frau. Kate Newsmith macht sich Sorgen um euch und euren Ehemann. Ist er da? Watson ist vor einiger Zeit aufgebrochen und noch nicht zurückgekehrt. Ich gebe zu, dass ich mich langsam sorge. Was, wenn ihn die Bestie erwischt hat? Hat er nicht gesagt, wohin er gegangen ist? Thickskin trug ihm auf, Nägel für die Palisaden zu machen. Sie setzt ihn unter Druck und das macht ihm zu schaffen. Also er könnte auf der Suche nach Material sein, ja. Hat er sich vielleicht auf die Suche nach Material begeben? Das bezweifle ich. Er ist so erschöpft. Er schläft nicht und arbeitet Tag und Nacht. Das war nicht immer so. Nach New Eden zu gehen hat uns gerettet. Hat unsere Ehe gerettet. Ich sollte nach eurem Ehemann suchen. Er ist kein Waldliebhaber. Er kann also nicht weit sein. Bitte findet ihn. Ich habe nicht den weiten Weg auf mich genommen, um ihn jetzt zu verlieren. Dürfte ich mich in eurem Haus umsehen? Natürlich, wenn es euch hilft. Ja, hätte ich vielleicht vorher mal mit dir reden sollen. Dank für eure Zeit, Mrs. Heaton. Nichts zu danken. War ein netter kleiner Plausch. Ist schön, mal mit jemand Neuem zu reden. Na gut. Hat die Madame noch irgendwas für mich hier hinten liegen, was ich mir mitnehmen könnte? Nein, leider nicht. Oh, Moment. Spukermittlungen. Hätte ich jetzt fast übersehen. So. Kann die Olle mir jetzt mal hier die Spuren zeigen? Hier sind Spuren. Ich kann sie dir zeigen. Machen wir erst hier fertig und sehen dann, ob die Spur zu unserem Schmied führt. Willst du mich veräppeln? Was soll ich denn noch alles hier machen? Ich habe ja noch gar nichts mehr. Ach so, ich darf mich jetzt... Ach so. Ich darf mich jetzt hier umsehen. Okay, Leder braucht er wahrscheinlich nicht mehr. Der ist vermutlich eh tot. Also
Nein. Wiesenkerbel. Hallöchen, gute Dame. Sie hätte mich gesehen, deswegen durfte ich nicht reingehen, oder? 4. April 1694. Ich habe einen Freund getroffen. Einen wahren, teuren Freund. Einen guten Mann, der hin und wieder gesündigt hat, aber niemanden etwas zuleide tun will. Er behandelt mich mit Respekt und ich ihn ebenfalls. Er hört mir interessiert zu und ich tue es ihm gleich. Aber vor allem ist er gutmütig und eine bessere Eigenschaft kann ein Mensch meiner Meinung nach nicht haben. Menschen erlangen Ruhm, weil sie reich sind oder Schlachten gewonnen haben, obwohl sie für ihre Gutmütigkeit berühmt werden sollten. Ich werde diese Seite für immer in Ehren halten, denn sie steht für den Moment, seitdem ich das Leben positiver betrachte. Okay, ja, das habe ich gesehen. Ich will nur erstmal... 2. März. Im Jahre 1694 unseres Herrn aus der Feder des ehrwürdigen Fairfax H. Haskell, Gouverneur der Kolonien von New Eden und des Umlandes an Meister Fortune Hayton. Erkennungsurkunde. Mein sehr verehrter und von Gott begünstigter Mr. Hayton. Anlässlich unserer letzten und dringlichen Korrespondenz möchte ich mich auf euren letzten Brief von 14. Dezember beziehen, in welchen ihr euer Interesse bekundet habt, zur Kolonie in New Eden aufzubrechen, wo ihr eurem Beruf als Schmied nachgehen wollt. Da ihr sowohl in London als auch in Boston als fähiger Schmied und auch als äußerst frommer Puritaner angesehen seid, bin ich hoch erfreut, euch mitteilen zu dürfen, dass wir euch hier mit Freuden aufnehmen werden. Ihr erhaltet von uns einen kleinen Besitz, in dem ihr euer Gewerbe einrichten könnt. Außerdem werden wir alle Hebel in Bewegung setzen, euch die benötigten Materialien zur Verfügung zu stellen. Ich möchte euch jedoch bitten, die erforderlichen Werkzeuge selbst mitzubringen, da der Erwerb sich hier bisweilen als schwierig gestalten könnte. Bitte antwortet unverzüglich auf dieses Schreiben, allerspätestens in einem Monat und bucht die Überfahrt schnellstmöglich. Enthalten findet ihr, okay, einen Vorschuss, um die Kosten jener Überfahrt zu bezahlen. Felder müssen gepflügt und Pferde behuft werden und dafür benötigen wir dringend eure Dienste. Wir erwarten eure Ankunft noch vor Einbruch des Winters. Okay. An alle, die es betrifft, Fortune Hayton wurde hiermit als neuer Schmied der Kolonie von New Eden beauftragt. Hochachtungsvoll der Gouverneur. Na gut, hier kann ich wieder rausgehen, ne? Dann schauen wir mal hier. Geht das nicht? Doch, jetzt. Irgendwas scheint beim Bett zu sein. Ich nehme ein Echo in der Nähe wahr. Haben wir denn noch genug? Echo. Hier und jetzt lüfte ich den Schleier. Nein. Nein. Es gehört nicht euch. Das ist kein Geist, der Nelly bedroht. Es ist ihr Ehemann. Er hat anscheinend versucht, das Bedürfnis, ihr weh zu tun, zu unterdrücken. Der Schmied ist also zusammen mit seinem Werkzeug verschwunden. Und ein Salzwassergeist sucht die Schmiede heim. Dann suchen wir ihn mal. Na, endlich! Einen Moment. Ziemlich praktisch.
Wenn man sich nur vorstellt, wie viel Zeit wir in all den Jahren der Geister-HZ sparen können. Na los, lass uns den Schmied suchen. Das wollte ich wissen, ob er das auch sehen kann. So. Das ist so weitläufig hier, ne? Ich würde am liebsten da hinten jetzt auch rumlaufen und erstmal gucken, was da alles ist. Jetzt verliert sich die Spur, oder wie? Hä? Hier gibt es immer noch die Spur. Und hier ist jetzt keine mehr da, oder was? Doch, hier sind nochmal Fußspuren. Ist ja nicht so, als ob ich hier ständig in irgendwelche fremden Häuser einbreche oder so. Die offizielle Übersetzung der christlichen Bibel für die Church of England, die auch die offizielle Bibel der Puritaner ist. Hier geht's auch nochmal weiter. Da sind Gräber. Kommt doch jetzt garantiert wieder irgendwas auf uns zu, oder? Irgendein Knochen-Dingsbums-Angriff oder so. Ach, ich hätte es, glaube ich, nicht aussprechen sollen. Was hältst du vom Schmied und seiner Frau? Fortune ist der Geist. Ja, das glaube ich nicht. Fortune Heaton und seine Schmiede werden von einem Geist heimgesucht. Ja, aber wessen? Oder? Ach so, er ist Fortune. Oder? Na gut, streng genommen, er könnte es natürlich selbst auch sein. Ach so, das war nur Feuer, aber... Aber hier ist trotzdem was, was man einsammeln kann. Und natürlich auch wieder Gegner. Oh, Alter! Ich wollte doch nur was einsammeln. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Dann gehe ich jetzt wieder zurück. Kann ich hier direkt durch, ne? So, da sind die Spuren. Da war gerade irgendwas am Blinken. Sehr schön. Sie kriegt irgendwie immer die lila Hyazinthen, ne? Ich weiß nicht, wenn sie die pflückt, sind die dann grundsätzlich lila oder was? Dieses Piepen in meinem Ohr, ne? Das soll, glaube ich, ein Vogel sein, aber das hört sich komisch an. Da unten ist eine Leiche, kann das sein? Hier ist auf jeden Fall noch was zum Einsammeln. Ja, das war ein Baumstamm, keine Leiche. Okay. Oha. Kriegen wir das Ding jetzt weg? Das ist die Frage. War da gerade was? Nö. Also, er ist auf jeden Fall hier hinter, laut den Spuren. Oder auch nicht? Hä? Ach nee, ich bin so angezogen gewesen von diesen Leuchten, dass ich da automatisch hingelaufen bin. Aber die Spur hat nicht dahin geführt. Oh.
Und hab ich schon hundert. Du kannst mich ruhig um Hilfe bitten. Ist mein Hirte. Bist du da? Bist du da? Heilige Maria, bitte für mich. Heiliger Josef, bitte für mich. Jesus, Maria und Josef, helft mir. Scheiß Promenadenmischung. Ihr könnt rauskommen. Es ist sicher. Sind sie weg? Jupp. Ich danke euch. Wer immer ihr auch sein mögt, was immer ihr auch getan haben mögt, hab Dank. Ich dachte, es wäre um mich geschehen. Fortune Heaton, ich bin euch ja so dankbar, dass ihr meines Weges kamt. Red McGrath, der Verbanner. Wart ihr nicht zu zweit? Waren wir, ja. Wie es der Zufall so will, bin ich auf der Suche nach euch. Das seid ihr? Weswegen denn? Doch, da gibt's so einiges, ne? Ihr seid also der Schmied? Gefällt euch die Arbeit? Ja, ganz gut, denke ich. Habt ihr viel zu tun? Ja, natürlich. Es wird viel gebaut. Dafür braucht man viele Nägel. Unmengen an Nägeln. Ein ganzes Meer voller verdammter Nägel. Toll, wenn ein Mann stolz auf seine Arbeit ist. Wenn's denn nur das wäre, ne? Wie stehen die Dinge mit Nelly? Gut, ja, gut. Es ist schön, eine Frau zu haben. Ein Zuhause. Nelly ist eine tolle Frau. Intelligent, mutig, voller Großmut und Barmherzigkeit. Sie ist ein Segen. Wie habt ihr euch kennengelernt? Kennengelernt? Wie wir uns kennengelernt haben? Ach, wisst ihr, wir sind uns einfach über den Weg gelaufen. Erinnert er sich nicht oder will er es uns nicht verraten? Ach, Mr. Heaton, nur keine Schüchternheit. Ein klitzekleines bisschen Romantik hat noch keinem Mann geschadet. Romantik? Ich hab ihr bei etwas geholfen. Sie hat mir bei etwas geholfen. Wir sind zusammengeblieben, um einander zu helfen. Bei Dingen. Gut zueinander zu sein, das kann ein Paar verbinden. Romantik ist gar nicht immer so wichtig. Mhm. Was macht ihr überhaupt hier draußen? Fürchtet ihr euch nicht vor der Bestie, die hier herumstreift? Ich musste den Kopf freikriegen, etwas frische Luft schnappen, ein bisschen Sonne abkriegen. Die Schmiede ist nun ja sehr dunkel und heiß. Ich wollte sie nicht beunruhigen. Wir spazieren doch alle gern durch den Wald mit unseren schweren Schmiedewerkzeugen. Warum habt ihr das Werkzeug mitgenommen? Ja, warum habe ich mein Werkzeug mitgenommen? Warum? Weil es verflucht ist. Deswegen. Verzeiht mir. Ich verliere langsam, aber sicher mein letztes bisschen Verstand und dieses gottverdammte Werkzeug ist schuld daran. Ich fange an, damit zu arbeiten und plötzlich ist der halbe Tag vergangen und ich bin an einem völlig anderen Ort. Und es kommt noch schlimmer. Wenn ich zur Schmiede zurückkehre, ist die Arbeit fertig. Das Werkzeug ist verflucht und es muss weg, so tief in den Wald wie möglich. Der hört sich so irre an irgendwie. Die Schmiede wird heimgesucht bleiben, ja nicht, wenn wir dran sind. Hat das verfluchte Werkzeug euch befohlen, eure Frau zu töten? Nein. Ja. Vielleicht, nein, ich würde nie etwas antun. Aber ja, es hat mir befohlen, ihr weh zu tun. Vielleicht habe ich das. Könnt ihr mir helfen? Ja, ich kann euch helfen. Ich habe euch beten gehört. Ich dachte, ich hätte die Verse wiedererkannt. Wirklich? Sicher? Nelly stellte ihn als ehrfürchtigen Puritaner dar. Ja, sie wirkten katholisch auf mich. Nur ein Zufall? In Ordnung. Die Wahrheit ist, dass ich konvertiert bin. Ich habe es für Nelly getan. Ich bin, war Katholik. Es waren eher die Umstände, nicht aus Überzeugung. Bitte, sagt nichts. Ich darf hier nicht auffallen. Wird man jetzt als Katholik, fällt man jetzt schon auf, oder was?
Ich bin nicht wegen euch gekommen. Doch, irgendwie auch, ne? Das geht mich nichts an. Von mir erfährt es niemand. Hab Dank. Jetzt schulde ich euch bereits zum zweiten Mal. Kehrt ins Lager zurück. Ich kümmere mich um das Werkzeug. Wenn ich alles habe, folge ich euch. Natürlich, mein Herr. Auf jeden Fall. Hab Dank, Verbanner. Ich danke euch. Okay, Tipp erhalten. Haben wir denn soweit alle Informationen, die wir brauchen? Hoffe ich doch mal. Stimmen von Toten klingen hier nach. Hoffentlich auch die benötigten Materialien. Geld, sehr schön. Wo ist sie denn jetzt schon wieder hin? Springt sie mich jetzt gleich wieder von hinten an? So habe ich jetzt... Achso, das ist, weil ich mit ihm reden kann. Ja, ja, okay. Meins, 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 alles meins. Der Geist erhebt Anspruch auf die Schmiede, mit allem darin. Der Schmiedehammer aus dem Echo ist nicht im Werkzeugkasten. Wenn er hier nicht irgendwo ist, hat er uns belogen. Wie diese Geschichte allerdings weitergeht, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Bis dann, ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.